In der letzten Episode. Okay, also das ist definitiv nicht das, was ich dachte, wo es sein müsste, aber ist egal. Wir müssen, nach Sanctuary. Wir sind beide voll. Und da wir so viel Wodka trinken, sowieso. Genau, dann habe ich noch ein Kleidungsstück. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Ja, indem du nicht erschossen wirst. Oh, die Kakerlake kommt. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Fallout 4 in der Episode 97. Ja, wir waren in der letzten Folge sehr unerfolgreich in Fort Hagen. Ich habe mich nochmal erkundigt bezüglich dieser... Im Englischen heißen die Bobbleheads. Also wenn man da irgendwie nach Englischen sucht, das... Und, was ist denn da drüben? Da laufen Ameisen oder sowas. Genau, und das hängt mit der Mission zusammen. Du kommst da gar nicht rein, bevor du die Mission anscheinend mit diesem Detektiv da machst. Also das heißt zu Deutsch, so kommen wir nicht weiter. Ja, das war mir nicht ganz bewusst. Das heißt, wir haben da umsonst leider ein bisschen Zeit vergeudet. Und wir sollten jetzt mal, ich guck mal, wir hatten noch die Railroad. Genau, und da gibt es doch, genau, die Galerie Pikmin. Wir sollten aber nicht zur Railroad rein, sondern wir waren noch nicht im Polizeirevier Boston, echt Ostboston anscheinend. Oh, steckt das Mechanist. Wir waren da noch nicht drin. Ich dachte, wir wären da schon drin gewesen. Gut, ist auch egal. Wir versuchen mal das in der Gallery Pikmin. Da soll es ein Dietrich Bobblehead geben. Natürlich haben wir hier... Ja. Wir gehen weiter. Ich will eigentlich nicht rein unbedingt. Dann lädt das Spiel ja nochmal. Gut. Wir müssten, glaube ich, in die Richtung, richtig? Ja, genau. Vielleicht... Hallo? Vielleicht geht es ja bei der Gallery Pikmin irgendwo rein. Man weiß es ja nicht. Was ist denn das für ein Gebäude? Boxing Gym. Ist das? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon hier sind. Das ist eigentlich dahinter. Warte mal, wir gehen mal rauf. Also näher zum Gewitter natürlich. Hallo Blitzer, hier bin ich. So. Na. Die wird jetzt da drüben angezeigt, das ist aber nicht... Doch, wir kommen näher, genau. Das ist da drüben irgendwo, okay. Hey Junge. Legendärer Raider, warte mal, gib mir mal eine andere Waffe. Gut. Viel einfacher damit. Ja, Moment mal. Verloren. Du kannst es nicht anvisieren, wenn du im Flug bist, im Fall natürlich. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Naja, gut. Hey Junge, schöner Kopf. Ein Psycho, ja, hier ist die Galerie Pikmin. Genau. Stimmpack. Das klingt doch gut. Ja, eine 10 mm, die können wir selber basteln. Da war da hinten noch jemand anscheinend. Was haben wir eigentlich, die 45 auf der 3, alles klar. Ach, da hinten. Perfekt den LKW getroffen. Gut. Oh, sonst sicher nichts. Ja, du brauchst gar nicht hinterherkommen. Ist das der LKW explodiert? Ja, tatsächlich.
Ach so, wart ihr das? Genau. Ich hatte gerade voll den Spaß. Da ist noch jemand, echt? Irgendwo da drin anscheinend. Hier liegt auch noch jemand, aber den haben wir schon. Hier könnten wir uns schlafen legen. Gewitter scheint sich auch zu verziehen, okay. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ist er da oben drauf oder was? Man sieht das nicht. Da unten. Gut. So, die Müllabfuhr ist da. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? So, Ada, bist du eigentlich frei? Hm. Hey, ja. Sehen wir uns mal an, was sie so haben. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja, verdammt. Dann müssen wir erstmal noch Sanctuary kurz ab. Hey, ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Gut, das freut mich. Was willst du denn? So, lass mich mal da durch. Ich brauche das nämlich, danke. Oh, ja, jetzt möchte ich gern wieder durch, danke. Oh. Ich denke, das war's hier. Ja gut, gehen wir gleich mal in die Munition. An Waffen haben wir ja auch irgendwas. Ja, das Radiumgewehr, das ist halt anstacheln. Das heißt, genau, das hat man gerade gefunden. Wir verwenden ja das höhere Feuerrate. Damit hast du automatisch mehr Schaden pro Sekunde. Das heißt, wir kommen mit dem auch nicht ran. Das hat halt die falschen, also nicht die passenden Eigenschaften. Dann haben wir diesen tollen blauen Baseballschläger. den Rest wird man dann verkaufen, genau. Dann haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen Medizin. Wobei es wahrscheinlich nicht so viel ist. Medizin ist natürlich unter Medizin. Genau, das meiste spielt sich hier ab. Gut, und dann haben wir noch ein bisschen Kleidung. Und zwar beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Angetrieben haben wir aber schon, gut. Verwendet automatisch alle 60 Sekunden Stimmpack, das funktioniert nicht so hundertprozentig. Wirft 10% des Nahkampfschadens zurück, das brauchen wir auch nicht. Genau, man sieht das hier auch, wir haben zweimal Glück, also wir haben plus 4 Glück. genau, also wenn man die X0 zweimal ausklammert halt. Und dann haben wir noch plus 1 Charisma in Intelligenz, plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Ja, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Man müsste halt irgendwas für den Kopf haben, man kann das leider nicht filtern. Ja, Ghule, ja wow, die Ghule, die werden sich natürlich bedenken, reduziert den durch Roboter verursachten Schaden. Was haben wir hier? Giftresistenz, Stärke, Ausdauer, noch mehr Glück. Noch mehr Charisma ist für deine Feinde viel schwerer zu entdecken. Mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger die Gesundheit, reduziert ihn durch Tiere. Verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit. Reduziert den Fallschaden. Na gut, Fallschaden. Ja, das bringt uns alles nichts. Okay, alles klar. Wollen wir nochmal schauen. Eigentlich haben wir nicht so wirklich viel abbekommen. Aber wir haben auch viel gemacht. Von daher sollte man vielleicht mal... Nein, nicht Transfer, sondern... wie sieht es denn aus? Na gut, mal, das wäre schon sinnvoll, mal zu reparieren. Der Helm ist tatsächlich ziemlich intakt. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Hüri, Ada. Hüri, ich habe noch gerade gelesen, es gibt eine Quest, wo man die Curie befreit. Da kriegt man das Medizin, wo man mehr, wo die Stimmpacks mehr heilen. Ich glaube, das hängt mit der Railroad zusammen.
Pigment Psycho? Der Mistgeil ist uns schon mal. Aber Slap lässt keiner mehr. Da habe ich dann Check. Das ist. Die waren nicht als rot angezeichnet, also bitte. So, wo man die Nachricht dann Check? Ja. Chef, ich bin's. Ich habe rausgefunden, was mit den Sperren passiert ist, die oben bei der alten Kunstgalerie verschwunden sind. Sie sind tot, Seth. Ich starre gerade auf ein verdammtes Gemälde von Kylies Leiche. Oh Gott, was zum Teufel haben die mit ihm angestellt? Gut. Wer zum Teufel ist da? Bewunderst meine Sammlung? Ich fürchte, sie ist noch nicht vollständig. Aber bald. Bleib weg von mir, du Irrer! Ja, genau so. Behalt diesen Gesichtsausdruck. Und schon müde? Die Visitenkarte, echt? Ach Gott, wie hießen die jetzt wieder? Pigments Visitenkarte, kann das sein? Wo ist er? Achso, da haben wir schon 12.000 Mal. Okay, alles klar. Finde mich, wenn du dich traust. Und dieselbe. Ups. Upsada, hier ist nichts. Es geht aber ziemlich weit rauf. Ja, okay. Du Schande. Hier ist was? Was ist das? Ein Gift. Ich glaube, sie sind entkommen. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Er ist deutlich zu hören. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob die... Wir sind da nicht! Hier drüben! Hast du dich in der Wand versteckt, echt? Ich weiß auch nicht, ob die gehören jetzt dazu oder was ist hier los? Schon so ein kleines Horrorhaus. Eine Meistertür. Na? Ich glaube, es ist nicht rechts. Ja. Ist es jetzt weiter links? Oder eher, naja gut, es war ein Stückchen weiter links. Edge. Spielchen mit dem Spiel, was? Anscheinend sind wir hier allein, oder was? Mit jede Menge Kleber. Hey, lass uns was essen. Ich bin einfach. Geht das hier hin? Was zum Teufel war da? Einer überfällt. Geht das da unten weiter, oder was? Was ist das? Gelb ist da in der Mitte. Huch, was war das? Ah, nee. Scheiße. Setzen tun wir uns bestimmt nicht. Also, ich glaube, die Lieblingsfarbe war rot. Ja, okay. Dieser Ort scheint nicht sehr sicher zu sein. Du wirst langsam paranoid. Pigment! Die ganze Aufregung. Da muss man mal nach vorne sprinten. Was ist das hier? Nichts. Ich? Nö, eigentlich nicht. Echt, ich mach doch Licht. Was hast du denn für ein Problem? Mal weiter runter. Ja, okay, da will ich jetzt vielleicht nicht runter. Ich bleib mal hier oben. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier unten sind. Ich habe eher das Gefühl, dass man reinkommt und dann nach oben geht oder so. Naja. Da scheint es auch nicht weiter zu gehen. Das kannst du auch machen, ohne was dazu zu sagen. Das solltest du eigentlich automatisch machen. Scheiße, es ist so ruhig. Echt? Eine faszinierende Möglichkeit, die Anatomie zu studieren. Ja, wenn du das so sagst. Natürlich. Also,
Dann machen wir die halt auch auf. So, ist jetzt wieder hell genug? Naja, ich sag mal, es geht so. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Ja, vor allem... Naja, hier ist niemand. Oder redest du im Schlaf? Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Was auch immer es war, viel ist nicht mehr davon übrig. Ja, zumindest der Süßkuchen. Ist wirklich zu finster. Scheint war hier eine Falle. Ah ja, tatsächlich, da ist wohl schon jemand durch. Raider Ödländer. Das würde ich auch sagen. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Ich hab schon nachgeladen. Okay. Was haben wir hier drin? Aluminium. Ich weiß nicht, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Aber vielleicht ist es besser, dass wir nicht dabei waren, als sie verursacht wurde. Willst du wohl Spielchen mit dir spielen, was? Das war die Etage anscheinend. Mal nicht reingucken, Gott. Eins höher. Brauchst dich nicht versteckt. Mach ich auch nicht. Ei. Nein! Warum stirbst du nicht endlich? Bitte entschuldigen Sie, aber ich habe Sie verloren. Du zuppelst. Legendärer. Gut. Naja. Gibt es einen Grund, wieso ihre Nackenhaare sich so aufstellen? So. Gut. Wo ist jetzt die Wackelpuppe? Hm? Ja, komm, gib's her. Ich will gar nicht wissen, was da drin war. Ja, Kreideo. Ein lieber Kronkorkenvorrat. So, dann hat man hier mutiert. Sündrüstung. Glück. Gib mir mal eine Kampfrüstung. Genau, was hast du? Noch mehr Kampfrüstung, Gott. Nö, das brauche ich nicht. Ich würde gerne hier oben weiter. Für die 21 Kronkorken. Die Galerie befindet sich westlich der Old North Church. Habt ihr Pikmin in den Tunnels gefunden? So erledigt seine Komparsen auf dem Boden zwischen zwei Säulen. Im letzten Tunnelraum war das Objekt der Begierde. Okay, also müssen wir runter. Okay. War unten schon richtig, aber wir sollten dann trotzdem auch hier oben lang natürlich, weil hier oben ist auch richtig. Man sieht. Und wie ist Wetter? Scheint es noch Tag. Naja. Oh nein, das hätten wir nicht machen dürfen. Müssen wir wieder runter, echt? Na, dann machen wir das doch. Ja, da bewegst du dich noch. Ah, hier ist noch Aluminium. Hm. Ah, warte, hier ging es runter. Wir haben Pikmin nicht begegnet. Wir sind Pikmin nicht begegnet, lustigerweise. Bist du Pikmin? Dandy Boy Äpfel. Na, immerhin. Den Raum. Äh,
Genau, hier ging es nicht weiter, soweit ich das sehen konnte. Nein, ich wollte eigentlich die Werkstatt aktivieren, aber das geht nicht. Okay. Hier geht's auch nur runter, echt? Scheinend. Okay. Raketenwerfer gehabt, echt? Du warst doch fast drauf. Vater, hilf mir mal, danke. Ja, das finde ich schön. Perfekt. Mehr Schaden. Der ist da drüben. Wieso, wir kommen auf die Seite wieder rauf. Ist auch erstmal egal. Ah ja, der ist in seine eigene Mine getappt, gut. Gut, dann entdecke mal weiter. Nee, das ist Metallrüstung. Also, so kommen wir rüber. Okay, alles klar. Ich verstehe. Mark 1 Geschützturm. Na, dann geht's wieder rauf, echt. Oh Mann, komm zurück! Ich komm doch. Gerade voll den Spaß. Stimmt doch gar nicht, bist du gar nicht da unten. Aber ich schätze mal, dass das vielleicht der richtige Weg ist. Das ist eine Mine. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Veteran. Schützturm Mark 1. Plünderer. Gut. Sturmgewehr. Da ist es doch gar nicht so stürmisch hier. Na gut. Kochstation. Wollen wir uns was Schönes kochen? Glas, Ja, da. Hey, was kann ich für dich tun? Handeln. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Dann machen's mal hin. Nice. Mal weiter einschaufeln hier. Okay. Jetzt haben wir dich, Pitman. Dachtest, du könntest unsere Leute nach Herzenslust jagen und foltern. Es wird schön, dich zu töten. Ich reiß dir deine verdammte Seele raus. Huch, Platte. Pikmin dürfen wir nicht, echt. Schade. Das ist noch ein legendärer, okay. So, was habt ihr denn Schönes? Mit Mündungsprinze kalibriert und mächtig. Brutal Radiumgewehr. Perfekt.
mehr Schaden an Körperteilschaden, je höher. Okay, das könnte man sich mal pass angucken. Was liegt denn hier? Unglaublich überwältigende Geschichten. Giftresistenz. Gut. Nehmen wir gerne mit. So. Das ist nix. Halt. Da ist was drin. Naja. Das Aluminium, hey Junge. Hey. Puh, das war knapp. Danke. Die haben Schlimmeres als den Tod verdient. Ich weiß nicht. Davon wusste ich nichts. Und doch hast du sie ohne nachzudenken getötet. Ich schulde dir meinen Dank. Hätte sowieso getan. Du schuldest mir nichts. Ich hätte es sowieso getan. Noch ein Grund für eine Belohnung. Schau dir in meinem Haus mein Gemälde Picknick für Stanley genau an. Dann findest du das Geschenk. Das wirst du brauchen. Pikmins Schlüssel. Ist es sicher? Müssen wir da wieder rein, oder was? Wenn sie weiter dieser Strahlung ausgesetzt sind, werden sie noch krank. Welche Strahlung? Das ist doch nix. Okay. Da unten liegt sie. Nett. Schloss knacken ist dauerhaft gleich einfacher. Gut. Deswegen sind wir eigentlich hier. North End, echt? Ups. Da hat sich was verschoben. Das passiert, wenn man zwischendrin raustappt, echt? Ist ja der Hammer. Da drüben müssen wir irgendwo wieder rein und dann lade ich mal neu rein. Na schön. Darfst du im Spiel echt nichts machen, das ist so buganfällig. Wo ist denn jetzt die Pac-Man-Geschichte? Wo sind wir überhaupt? Ich habe das Gefühl, wir sind komplett woanders. Jetzt sind wir wieder richtig, genau. Sehr merkwürdig. Warte, da drüben. Hä? Also ja, ja, okay. Er hat sich nicht erholt. Okay, alles klar. Dann Spiel beenden und neu reinladen. Ja? Ich komme nicht mal auf Quit. So sieht das besser aus. Wie kannst du dienen? Wir sollen doch was angucken. Ach ja. Ja, natürlich ein Safe. Kronkork, ein Pikmins Dankeschreiben. Das lesen wir uns gleich durch. Klinge. Zielbluten und Leidenschaft. Naja, gut, wunderschön. Ja, danke schön. Kampfrüstung. Metallrüstung weiß ich jetzt nicht. Dankeschreiben echt. Halt, wir müssen ins Inventar. Hilfsmittel. Ne, diverses. Bis zu P scrollen. Danke, Killer. Na gut, dann hätte man zumindest das mal. Gut, da sind wir wieder draußen. Okay. Wir haben Tag, das heißt aber nichts. Haus der Cabots. Haus der Cabots, echt? Lass mal erstmal tatsächlich, weiß ich zumindest, wo das ungefähr ist. Ich muss nach, woanders? Lass mich irgendwo weit unten. Gute Warwick, genau. Und hier gibt es irgendwo das Schiff von den Norwegern. Da müssen wir hin. Und es gibt... was war denn das für ein Geflicker? Genau, es gibt östlich vom Wrack der Northern Star gibt es Spectacle Island. Aber das ist nicht östlich. Ist das Spectacle Island? Ist auch egal. Wir gehen mal nach Gute Warwick. Und hier ist wieder Nacht. Das ist die Northern Star. Ich würde aber sagen, angesichts unserer Lebenspunkte gehen wir uns mal schlafen legen. Lustigerweise schläft hier niemand, echt? Ist es nicht mitten in der Nacht? Also abends zumindest. Wir legen uns ins Bett. Was machen wir denn? 10 Stunden, dann ist es 5.28 Uhr. Ja, das denke ich passt. Ah ja, jetzt liegen ein paar. Gut. Alles klar. So.
Weil das Lustige ist, also ich gehe mal auf die Karte. Das Schiff ist hier und östlich wäre hier drüben. Die meinen natürlich nordöstlich. Spectacle Island. Und was war da? Am Südufer liegt ein Boot, grüne Farbe, vor Anker in einem Spind findet ihr die Wackelpuppe. Glück. Glück klingt immer interessant, hallo? Sie springt nicht automatisch. Naja, gibt es auf jeden Fall reichlich Wasser, so wie es aussieht. Grün. Ich weiß nicht, ob das bei dieser Morgen. Oh. Ah, hier gibt es wieder diese Halbkreise. Das werden Sie bereuen. Ja, das werden Sie bereuen. Danke. Was hat er so gewumst? Es sind auf jeden Fall noch mehr. Ist das auch noch einer? Scheint nicht. Doch, ist auch einer. Wenn etwas hier war, dann ist es jetzt fort. Habe sie gefunden, Mann. Also war es doch verdunstet hier dabei. Es wird zumindest langsam Tag. Aber langsam im Kampf vorübergehen die Zeit. Na gut. Oh, die Schlüpflinge, ja klar. Was gibt's wohl da drin? Geschafft. Räderrüstung, na gut. Kapitänsmütze. Wir sind irgendwie darüber gekommen. Das ist auch ein. Ist das ein. Das ist ein Gebäude oder was? Das ist auf einer Insel? Na gut. So. Wenn man das halt klassischerweise macht, man geht halt durchs Wasser. Okay, gut. Wo sind wir hier? Wir sind irgendwo mittendrin. Hier ist irgendwie so ein Rohr und man kommt, also der Charakter hüpft halt. Guck mal. Kommt da nicht durch. Kann auch nicht in die Hocke gehen. Man kann nicht drüber hüpfen. Wunderschön. Wow, als hätte ich irgendwo in eine Stadt reingeladen. Ist ein Rohr da mittendrin? Das ist total bescheuert. Das heißt, wir kommen mit Rüstung da nicht rüber. Wir müssen tatsächlich rüber schwimmen. Das ist blöd. Okay. Ja gut, das hilft halt nichts. Versuchen wir unser Glück. So. Kannst du schwimmen? Sogar richtig schnell, alter Schwede. Ich hoffe, die Ader taucht dann auch auf. Wir müssen uns auf jeden Fall, sobald wir dann an Land sind, also hier vorne, erstmal so reinpfeifen. Junge, Junge. Also, wir brauchen. Wie war das? Nee, nicht Schadensresistenz. Ich brauche. Right away. So, warten wir kurz. Oh, hinterher. Ah ja, die Ader ist da. Gut. So, so.
Ein Fatman liegt hier. Das nehme ich gerne mit. Das sind genau die Sachen, die wir hier brauchen. Okay. Ja. Und ich müssen wir jetzt wahrscheinlich mal noch mal mehr auf Pulsgranate und Pulsmine. Da ist er. Verdammt nochmal, ja. Eins Glück mehr. Gut. Raxo. Warte mal, was hat das Ding? Plastik und Feder, echt? Na, da. Geh mal in die Skills. Hallo, ich hab doch T gedrückt. Worauf wartest du denn? Wo war das mit der Schaden? Das ist irgendwie mit der Resistenz gegen was? Was ist dein Verbünder? Du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen. Wir haben wie viele? Wir haben 4 Punkte, echt? Das ist wahrscheinlich sowieso generell mal nicht schlecht. Dann haben wir Wasser kein Problem mehr. Und hier, deine Zeit im Ödland hat dich abgehört. Du erhältst 10 Strahlungsresistenz. Das haben wir noch gar nicht, echt? Wir haben noch gar nichts in der Richtung. Was macht eine Ausdauer? Physische Fitness. Bestimmte Gesundheit? Wie stark der Sprint deine Aktionspunkte verbraucht? Du hältst ja, genau. Dann gib uns mal ein bisschen Strahlungsresistenz. Das schadet nichts. Zusätzlich halt noch on top. Aber das heißt, Wasser ist jetzt kein Problem mehr. Genau. Du kannst es aber nicht trinken, ohne Strahlungsschaden erleiden, oder? Ja, genau. So ist das nicht. Gut, hier sind wir ja auf der Insel. Ich meine, es wäre ja Blödsinn, da nicht mal zu gucken, was hier so gibt. Raider, echt? So, Gurtzeug plus. Randy. Geil, jetzt können wir auch hier rüber beamen. Dann holen wir mal die Rüstung. Hm? Das macht wahrscheinlich Sinn. Ja, wunderschön. Das sah lustigerweise da drüben nicht so aus. Ja, Leute. Das Lustige ist, ich dachte, wir hätten uns schon Strahlungsresistenz gegeben, aber anscheinend nicht. Gut. Und wieder zurück. Ja, wo ist der Sturm? Was auflauert, kann ich es zumindest nicht hören. Ja, man spawnt also hier echt. Ich will doch da mal reingucken, Mensch. Das ist eine Cola. Und ein Fisch, der hier schwebt. Echt, der hängt am Haken. Eine Angel. Das ist Siedler. Was ist euch die Impro-Pistole genommen, echt? Tischventilator, Munition, Scharfschützengewehr interessiert uns nicht. Das bringt nicht so viel Geld. Auch eine Power-Rüstungsstation. Ah ja, das Gewächshaus. Ah ja, ach, Dünger. Da liegt eine Atombombe, echt. Hoch. Wisst ihr Bescheid? Hallo? Warst du fast oben? Ja? Genau. So muss das sein. Da unten ist irgendwas. Ja, da ist das auch völlig egal.
Ist ausgezuppelt da unten. Gut, was haben wir sonst noch hier? Wir sonst noch Dinge, die schreien. Speichern wäre wahrscheinlich sinnvoll. Drüben gibt es auch irgendwie sowas Schwebendes. Das ist dann schon wieder Richtung Stadt. Ah, da oben lang, okay. Der Flughafen, ja genau. Ich bin nicht organischen Ursprungs. Daher macht mir die Strahlung nichts aus. Bei Ihnen ist das anders. Hallo. Ich geh mal hier rauf. Ich würde gerne raufgehen, aber doch, jetzt bin ich oben mit. Igitigit. Igit. Ah, da, hier ist Probleme, gell? Ist Bescheid. In Ruhe die Aussicht. Oh ja, doch ganz schön hier. Ja, kümmere du dich mal darum. Eine Glasschale. Hast du was oder wie ist das hier? Drüben oder was? Aber ich sehe nichts. Gewaltprotokolle aktiviert. Aber wo? Ist einfach so in einer Alarmstimmung oder was? Gut, dann machen wir es mal so. In der nächsten Folge. Genau, wir halten uns hier weiter noch ein bisschen auf der Insel auf, durchsuchen die noch und gehen dann mal zu dieser Northern Star. Da gibt es ja auch noch eine Wackelpuppe. Genau, und ansonsten. Banners Plaza hat. Okay, alles klar. Anders Plaza hat auch noch was. Ach, da unten rechts, ja, sieht man, okay. Genau. Und ja, ein paar haben wir noch, aber ich denke, etliche sind halt auch an Missionen gebunden. Dann machen wir dann nächsten weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.